Wir sind eine Gruppe von Studenten der Technischen Hochschule Mittelhessen und wir beschäftigen uns momentan am Institut für Technik und Informatik mit dem autonomen Fahren im kleinen Maßstab. Wir sind alle Studenten der Informatik oder der Ingenieurinformatik und das Projekt beinhaltet alle Themengebiete, die in der Ingenieurinformatik gelehrt werden. Das Projekt beginnt ganz unten an der Hardware. Wir haben dafür unsere Platinen hier selber an der Hochschule entwickelt. Dabei mussten Prozessoren, Sensoren, Aktoren eingeplant werden, angebunden werden und die Herstellung der Platine in Auftrag gegeben werden. Gelötet wird das Ganze dann selbst von den Studenten hier bei uns in den Laboren. Dabei ist das Löten der Kleinteile manchmal ziemlich friemelig. Bei der Entwicklung können wir dann unser Wissen aus den Kursen, wie beispielsweise Praktikum für eingebettete Systeme, anwenden. Dort haben wir gelernt, wie man einen Mikroprozessor programmiert. Weiterhin kann das Wissen aus der Softwaretechnik genutzt werden, um die Architektur der Software festzulegen. Wir können unser Wissen über Betriebssysteme nutzen, da wir ein Echtzeitbetriebssystem einsetzen. Weiterhin findet das Modul Computer Vision hier praktisch Anwendung in der Bildverarbeitung. Zur Erkennung der Fahrbahn und von Hindernissen wurde eine Kamera und Ultraschall- bzw. LIDAR-Sensoren verbaut. Die Bildverarbeitung und die autonome Steuerung des Autos sind auf einem Minicomputer implementiert. Über ein Bussystem kommuniziert dieser Minicomputer mit der von den Studenten hergestellten Hauptplatine. In Zukunft soll unser Auto an einem Contest teilnehmen, wobei das Auto dann über einen Rundkurs fährt, der Hindernisse enthält. Diese Hindernisse müssen dann überholt werden. An Haltelinien müssen Vorfahrtsregeln eingehalten werden und bei freien Parkbuchten muss das Auto entweder vorwärts oder rückwärts seitlich einparken. Zusammenfassend kann man sagen, dass dieses Projekt die Ingenieurinformatik sehr gut komprimiert widerspiegelt. Wir werden mit unserem Auto 2019 das erste Mal bei einem Contest teilnehmen. Bei diesem Wettbewerb wird es dann darum gehen, dass die autonom fahrenden Autos im Maßstab 1 zu 10 von verschiedenen Hochschulen gegeneinander antreten und wir hoffen natürlich, dort gut abzuschneiden.